Und hast du etwas rausgefunden, Shirl? Er hat unseren Mann vor kurzem gesehen, ging wohl über die Brücke ans andere Ufer. Wirklich? Hervorragend! Dieses Mal entkommst du uns nicht, du verdächtiger Chip, du! Oh. Du Sieben, du! Du Sieben! Flussufer. Oh! Terry! Nicht Mary? Nein, das ist Terry. Ach, das ist nicht Mary. Okay, nein, das Mary ist auch nicht Jerry. Und wer ist dann Mary? Mary Poppins. Das ist... Oh, die haben eine Schwester namens Mary vielleicht. Ja, Mary Poppins. Oh, wen nehmen wir denn jetzt von den dreien? Wir gucken erstmal. Ja, ob wir Münzweißhinsen finden. Mhm. Eine in dem komischen... Ja? Laternending. Über Cherry. Terry. Vielleicht ist es ja aber auch Jerry das in der Terry. Verkleidung von... Im Kirchturm. Unter der Brücke. Im Kirchturm. Mhm. Aber vielleicht ist es ja wirklich der eine Handy in dem in den Klamotten des anderen. Warum in den Arbeitsklamotten? Warum sollten die das tun? Cosplay. Was weiß ich. Also erst ihn? Erst oh, da hinten ist noch irgendwas. Aber nee, Terry ist zu auffällig. Okay. Dann... Ja. Mann. Bitte! Ja! Okay. Oh. Nee. Entschuldigung, Mr. Fischer. Sam Fischer? Heißt der Fischer? Ach du Gott. Sie haben nicht zufällig einen verdächtig wirkenden Burschen hier vorbeikommen sehen. Wir suchen nach ihm. Einen verdächtig wirkenden Burschen? Einen übrigen Gesellen? Könnte gut möglich sein, ja. Oder auch nicht. Dieses dämliche Rätsel, das mir mein Vater mal gestellt hat. Irgendwann, vor vielen, vielen Jahren. Und seitdem nie wieder. Ich kann mich in letzter Zeit kaum auf etwas anderes konzentrieren. Oder doch? Ich kann Ihnen leider nicht folgen. Sie sind zu schnell. Bleiben Sie stehen. Oh, es hilft nichts. Wenn ich das Rätsel nicht aus dem Kopf bekomme, kann ich an nichts anderes mehr denken. Nie wieder. Oder doch. Oder doch. Ja. Ein kalter Fisch. Mhm. Auf dieser sonnigen Insel ist es immer warm. Ein beliebter Fisch, der hier verkauft wird, muss in Eis verpackt werden, damit er die optimale Temperatur behält und frisch bleibt. Dazu braucht es... 2 Blöcke für einen Tag und 3 Blöcke für 2 Tage. So sind für 3 Tage also 5 Blöcke nötig. Was? Hä? Achso, ja, nee, 2 für einen und 3 für... Hä? So sind für 3 Tage also 5 Blöcke nötig? Ja, aha. Gerade wurde ein neuer Fisch gefangen. Wie viele Eisblöcke benötigst du mindestens, um ihn eine Woche lang frisch zu halten? Wie viele mindestens? Moment. Ich habe den Drang danach, okay? Ich habe einfach nur den Drang danach, es zu probieren, weil es so oft passiert ist, okay? Null? Ja, ich will es probieren. Ja, eigentlich, okay. Und ich sage es, damit du es auch probieren kannst, damit es, wenn es ein Unentschieden ist, weil es ja nur machen würde, weil es so oft schon gewesen ist. Und es ist tatsächlich, ja. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich kann mir denken, warum. Tiefkühltruhe oder so. Ja, es gibt noch andere Wege, einen Fisch kühl zu halten. Und das, dachte ich mir, war wohl der... Ich habe keine Ahnung, warum... gehabt, aber ich habe gedacht, ach komm, das ist doch bestimmt wieder null, weil es so ein Rätsel ist. Aber ich war freundlich und fair und habe gesagt, du, ich mache das nur, weil ich denke, das ist wahrscheinlich wieder so und ich weiß nicht, eine Lösung habe. Das ist nett. Lass uns das zusammen machen. Und das wird jetzt nicht wieder dazu gerechnet, weil sonst hat er die 50. Achso, ja, so versuchst du dich da irgendwie rauszukriegen. Ich hätte auch einfach nur eingeben können und dann hätte ich gewonnen. Ja. Aber ich hoffe ja. Wenn man den Fisch in ein Aquarium steckt und ihn am Leben lässt. Ja. Boah.
Davon aber mal abgesehen, das ist echt so. Ja. Ja, man könnte ja auch den Fisch erst in einer Woche töten. Okay. Aber man tut's trotzdem. Ja, also... Ist das doof. Stoppen. Stoppen? Also nicht stoppen, sondern... Ach so, nee, ich stopp dann mal. Tschüss. Nein. Oh Mann. Null. Null gleich null Punkte. Null Rätsel. Oh, das hätten wir auch... Da hätten wir das gewusst, hätten wir es von Anfang an machen können. Oh, das hätten wir echt mal so eine Regel machen können. Null gleich null Punkte. Ja. Oh Mann. Das könnten wir mal überlegen, ob wir das einführen. Jetzt mittendrin? Ja, mittlerweile, wir haben ja schon. Ja, stimmt. Na komm. Ja. Neues Rezept. Dann müsste neu berechnet werden, vielleicht ist dann. Aber dann müsste ich eigentlich weniger Punkte haben, weil ich glaube, die meisten Nullrätsel habe ich. Ja, kann sein. Oh, nee, dann. Käsiges Mahlmalsteak. Mahi-Mahi. Mahi-Mahi? Mahi-Mahi. Achso. Ich dachte, Mahlmal stand da. Mein Mahi-Mahi. Okay. Genial, da ich jetzt die Antwort auf das Rätsel kenne, ich hab ein neues, ich kann mich schon wieder nicht konzentrieren. Nein, also worum ging es gleich nochmal? Wir, hatten uns gefragt, ob Sie wohl vor kurzem einen verdächtig wirkenden Burschen gesehen haben. Mit Brille? Oh ja, ich erinnere mich. Sie haben ihn gesehen? Kann man ihn auch zwielichtig vor? Ob er nun zwielichtig war oder nicht, kann ich nicht sagen, aber einen Mann mit Brille habe ich gesehen. Der ist hier rum wie ein blauer Karpfen. Er ging runter zum Hafen, denke ich. Zum Hafen? Wunderbar. Danke, Herr Fischer. Ach so, nee. Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn vielleicht endlich, Miss. Okay, es war doch... Nuller Rätsel sind übrigens blöd. Ja. 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 Was war? Müssen wir mit dem reden. Und ja, wir haben aber hier hinten noch jemanden. Nee, da macht nichts. Der tut nichts? Kannst ja anklicken, aber... Ah, wenn man ihn anklickt, springt er ins Wasser. Ah, die Detektive. Ich wollte gerade gehen, aber da gibt's da ein Problem. Und das reimt sich. Ein Problem? Können wir vielleicht helfen? Nein, ja, das Problem ist ein Rätsel. Und zwar dieses. Mein Schnitzel. Was? Oh, ein Rätsel. Kühöp. Es gibt 4 Eisenbahnlinien, die parallel zueinander verlaufen und jeweils 4 Stationen haben. Für 2 Pfund kann man durch so viele Stationen einer Eisenbahnlinie fahren, wie man möchte. Es kostet 1 Pfund pro Station, um einen Bus zu nehmen, der zu einer benachbarten Station einer anderen Bahnlinie fährt. Was ist die günstigste Route von der Station unten links aus, wenn man durch alle 3 roten Stationen fahren möchte? Es gibt keine anderen Transportmittel. Also, günstigste Route im Sinne von... Da steht fahren. Wenn also 0 wieder die Antwort wäre, wäre das Rätsel. Okay, schlecht. Okay, wir gehen erstmal davon aus, dass es nicht 0 ist. Wir gehen erstmal davon aus, dass es nicht 0 ist. Okay, dann machen wir mal. Mhm. Aber wovon fängt man an? Wo Start und wo will man hin? Nochmal? Ach, und man muss dann immer mit dem Bus auf diesen Straßen lang. Okay, man... Warte mal, gibt es ein Ziel oder muss man einfach nur alle 3 Punkte erreichen? Wenn man durch alle 3 roten Stationen... Okay. Ah, ich weiß, wo hier die Krux ist. Okay. Moment. Oh, das ist blöd, das Rätsel. Warum? Weil, ich probiere es einfach. Ich sag nichts. Hey, 50! Pikarad habe ich bekommen. Und es ist falsch. Wie bist du auf 8 gekommen? 2 nach rechts, 1 hoch, 2 links,
Eins runter, zwei rechts. Wieso zwei nach rechts? Weil Bahn. Nee, du musst doch durch das Rote. Ja. Also eins, zwei und drei nach rechts. Aber du musst ja nur zwei bezahlen, um... Ja, stimmt. Ach so, ja, zwei nach... Wie war das weiter? Du also halt nach rechts. Zwei paar Pfund. Zwei Pfund, eins nach... Also ein Kilo? Ja. Eins nach oben. Ja. Dann wieder nach links. Wie viele? Drei nach oben. Nee. Ach so, stimmt. Ist ja ein Pfund pro Station da. Du kannst ja auch mal im Bus hinfahren. Ja, eben. Und dann fährst du zwei nach oben mit dem Bus. Zwei? Und noch eins nach... Ja, so habe ich es gemacht. Also ich hab zwei Pfund für die eine Station dort zum... Also du fährst auch, glaube ich, nur einmal mit dem Zug eigentlich. Und zwar unten. Zwei Pfund für drei Stationen, dann bist du bei der ersten roten. Und den Rest legst du mit einem Bus zurück. Und zwar einmal hoch und einmal links. Das ist ja dann kein Bus. Das ist ein Zug. Das war das, weswegen ich gesagt habe, ich probiere es einfach. Das ist gemein, der Bus fährt doch nur links. Ja, ich wusste auch nicht, dass Busse über Schienen fahren. Aber es scheint so zu sein. Ja, das zählt nicht. Ich hatte halt diese Idee und ich dachte mir, das Rätsel wird schon so sein. Welche Zahl hast du? Ich habe die Zahl 7. Und jetzt kommt bestimmt als Antwort, ja, du, Moment, hä? Ach, so geht das. Oh, okay, ich hatte zufällig die richtige Antwort. Es geht auch so rum. Ja gut, aber richtig ist halt richtig, glaube ich. Oh. Ach so, also okay, man darf also nicht mit einem... Das hatte ich auch vor. Ich habe nur gedacht, dass das hier... Nicht so... Oh. Naja, es waren auf jeden Fall 7. Wenn du die kürzeste Route durch die drei Stationen nimmst, ist sie gleichzeitig auch die günstigste. Es besteht kein Bedarf bei der... zweiten roten Station anzuhalten. Also kannst du ohne extra Kosten durchfahren. Ja, aha. Na gut. Du musst mich da oben stellen. Ja, ich mach ja. Du hast 95 Rätsel gelöst. Du auch? Ja. Okay. Na, wie sieht's aus, Terry? Hilft Ihnen das weiter? Nein, ja, also mein... Mein Greenscreen hat schon wieder gesponnen. Das ist also die Lösung. Hm, danke. Ja, mehr nicht. Und der Typ da hinten? Nee, der ist bloß... Da wird nur drüber Dingen gelästert. Anlegestelle Hafen. Kennen wir doch auch schon. Von dem Leguan-Fall. Puh, dieser kleine Schuft führt uns ja ganz schön an... ganz schön um die Häuser. Wenn ich doch nur schwitzen könnte. Ja, Hunde können ja nicht. Ach, und doch, wenn ich wüsste, nee, was dann, da oben nee, ist. Dann müsstest du so reden. Wenn ich doch nur schwitzen könnte. Dann hätten die mehr dreifache Punkte hintereinander einfügen müssen. Macht ja die Zunge so. Ja. Die wedeln ja mit der Zunge so, damit sie sich abkühlen. Oder nee, die Luft, die tun da hecheln. Genau. Ja. Ja. Keine Sorge, Schall, lange kann es nicht mehr dauern. Meinst du, wir haben ihn bald? Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ja, bald kann er nicht mehr sein. Und dieses Mal kommt er uns nicht. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Oh, hier ist er. Okay, erst was anderes? Ja. Katze! Rätsel! Ich mach das schon mal so. Oh, schaut nur. Diese kleine Katze da hat irgendwann eine Kerze gefunden und sie ist so süß. Wie die Pilze. Also ich weiß schon, was wir auf jeden Fall mal let's playen werden, falls wir hiermit fertig werden. Wenn es dann raus ist. Re-Legend, das Harvest Moon trifft auf Pokémon, trifft auf... Süße Tiere. Süße Tiere. Trifft also auf Pokémon. Süße Pilze. Süße Pilze, ja. Die sind so süß. Die springen so. Oder der Drache. Ja.
Oh, schön. So knuffig. Sie möchte wohl, dass du es löst, Miss. Na dann los, Miss.